Also, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu mit Frank Buschmann für Sie daheim. Kommchen gegen Lazio Rom. Die Nummer 17. So gehen's die Bayern also heute an. Im Tor ist Jerome Boateng, in der Abwehr Leon Goretzka, im Mittelfeld. Der Gegner ist schwer, nehmt niemals. So, jetzt heute angeht's. Die Dreierkette und vorne wird das Mittelfeld helfen. Wir steigen. Lewandowski jetzt am Ball. Schöne Aktion. Müller macht es gut. Müller, das muss es doch sein. Da ist der Treffer. Und dieses Tor haben sie sich mit ihrem starken Fortchecking erarbeitet. Druck gemacht, draufgegangen. Und dann ist das die logische Konsequenz. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben sie sich selbst zuzuschreiben. Ja, da ist Lewandowski. Goretzka. Gute Chance. Wenn der drin ist, dann bauen sie die Führung hier weiter aus. Aber sie nutzen diese Chance eben nicht. Die Frage ist, ob sich das im weiteren Spielverlauf noch rächt. Die Bayern Platz. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Oh, er trifft die Latte. Ja, hier sehen wir den Treffer nochmal. Da zeigt er seine exzellente Schusstechnik. Ein klasse Treffer. Kimmich führt aus. Erstmal geklärt. Wieder im Aus, gibt wieder Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Hereingabe jetzt. Der Ball geht per Kopf zurück. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Einwurf für die Bayern. Gute Position. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Wie findest du die Leistung von Thomas Müller bisher? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Guck mal, da ist Sané in der Mitte. Ja, sie können erst mal klären. So, Ecke kommt. Ball kommt an, was machen sie daraus? Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Erst drin. Guter Elfer von Robert Lewandowski. Er will bei diesem Elfmeter nichts dem Zufall überlassen, verwandelt den Ball oben in den Winkel, unhaltbar. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Lewandowski. Kimmich hat ihn wieder. Alphonso Davies. Und jetzt Lewandowski.
mit seinem Einsatz. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Die Nummer 7, Serge Gnabry. Die lassen sie im Moment fast schon ungehindert kommen. Oh, kein Tor. Schöner Ball, das war eine große Chance. Viel hat da nicht gefehlt und sein Versuch wäre von Erfolg gekrönt gewesen. Ah, da hätte er eigentlich einen Treffer verdient gehabt. Erto. Stark von Jerome Boateng. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Gnabry mit dem Pass jetzt. Ein unfassbares Tor. Was meinst du? Macht der FC Bayern den Sack hier nach diesem Treffer endgültig zu oder kommt der Gegner nochmal ran? Kann ich mir nicht vorstellen. Viel zu routiniert, die Münchner abgeklärt, um hier wirklich nochmal in Schwierigkeiten zu geraten. Passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Oh, toller Pass, gute Aktion. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Tors. Erst kommt der Pass und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Immobile. Douglas Costa. Goretzka. Wird da was draus für die Bayern? Und Tor! Da nimmt er aber wirklich ganz genau Maß. Unter der Latte schlägt das Ding ein. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Die Bayern im Vorwärtsgang. Die Nummer 19. Da ist die Chance. Trifft er, ja, drin, Tor. Jetzt rennen sie hier nochmal. Kurz vor dem Ende und klar, das Spiel ist längst gelaufen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Nun Akbar Akpo. Ja, energischer Vorstoß. So, das war's für heute. Schlusspfiff. Sie holen sich also den Sieg an Spieltag 1. Und ich glaube, mit dieser Leistung können Sie durchaus eine Menge erreichen. Ist ja immer sehr, sehr wichtig, dass du in der UEFA Champions League gleich von Beginn an Leistung zeigst. Es ist ein enger Wettbewerb. Es ist immer in jeder Partie intensiv. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rundum zufrieden sein.